Es ist unbestreitbar, dass die große Pyramide von Gizeh eines der rätselhaftesten Bauwerke aller Zeiten ist. Und jedes Mal kommen mehr Informationen über das immense Wissen ans Licht, das seine Erbauer gehabt haben mussten, verborgen zwischen seinen kolossalen Steinmauern. Es gibt die bekannte Anordnung von Kammern, die bisher im Inneren der Pyramide entdeckt wurde, obwohl die Entdeckung von Hohlräumen, bei denen es sich möglicherweise um noch unbekannte Räume handelt, erst in den letzten Jahren veröffentlicht wurden. Trotz allem ist noch unbekannt, ob sich noch etwas unter diesem gewaltigen Bauwerk verbirgt. Gibt es noch ein Geheimnis unter der großen Pyramide von Gizeh? Die einzigen Informationen, die veröffentlicht wurden, sprechen von der Existenz eines Korridors, der tief in das Innere des Felsplateaus eindringt, um in einer unterirdischen Kammer zu enden, von der aus ein weiterer Korridor abgeht, der jedoch abrupt endet. Es sei daran erinnert, dass Herodot, der griechische Historiker des 5. Jahrhunderts vor Christus, über die Existenz mehrerer unterirdischer Kammern schrieb, die als Grabstätte für die Cheops selbst gedacht waren und die teilweise mit Wasser aus dem Nil geflutet wurden, das durch einen Kanal floss, der die Chephren-Pyramide durchquerte und die große Pyramide erreichte. Herodot berichtet, dass Cheops in einer der unterirdischen Kammern geruht hat und beschreibt eine von Wasser umgebene Insel, auf der die sterblichen Überreste des Pharaos aufgebahrt worden sein sollen. Aber wenn wir uns den Bestattungszweck der Pyramide und ihrer unterirdischen Kammern einmal beiseite lassen, stellen wir fest, dass sie möglicherweise noch einem anderen Zweck dienten. Eine mögliche Sichtweise ist, dass die Pyramide ein großer Generator von elektromagnetischen Wellen ist. Die im Journal of Applied Physics veröffentlichte Studie einer Forschergruppe der ITMO-Universität von St. Petersburg in Russland ergab, dass die große Pyramide von Gizeh sowohl in ihren oberirdischen als auch in ihren unterirdischen Kammern elektromagnetische Energie konzentriert. Damit wurde bestätigt, was bereits viele vermutet haben, nämlich, dass die Pyramide als Kanal für elektromagnetische Wellen fungiert. Die russischen Forscher erarbeiteten ein mathematisches Modell, das die Verteilung der elektromagnetischen Strahlung sowohl im oberirdischen Pyramidenteil als auch im unterirdischen bestimmt. In dem Modell ist eine große orangefarbene Strahlungskonzentration genau in dem Raum zu sehen, in dem sich die Antipyramide befindet. Dies zeigt, dass die physische Pyramide bestimmte messbare Effekte hervorruft. Diese Studien liefern eine reale Grundlage für die Annahme der Existenz weiterer unterirdischer Kammern, die entweder noch nicht entdeckt wurden oder geheim gehalten werden. Möglicherweise gibt es in diesen eine elektromagnetische Energie, die von der physischen Pyramide nach unten strahlt und konzentriert in das Innere des Gizeh-Plateaus geleitet wird, was zu Effekten führt, die heute noch untersucht werden, die aber sicherlich den wirklichen Konstrukteuren und Erbauern dieser riesigen Instrumente gut bekannt waren und von ihnen genutzt wurden. Es ist erstaunlich, dass die elektromagnetischen Effekte in der nicht physischen umgekehrten Pyramide stärker sind als im Innenraum der physischen Pyramide, was den unterirdischen Kammern noch mehr Bedeutung verleiht. Mit diesem Wissen fragen wir uns unwillkürlich, wofür wurden die unterirdischen Ebenen der großen Pyramide in der Antike genutzt? Die Energiepyramide ist ein Konzept, das auch an der Universität von Havanna auf Kuba erforscht wird und das in den Bereichen Gesundheit, chemische Industrie, Mechanik, Landwirtschaft und Forschung im Allgemeinen Anwendung findet. Anscheinend gibt es Unterschiede zwischen der Verwendung von Pyramidenenergie und Antipyramidenenergie, aber beide scheinen zu existieren, wie Experimente zeigen, die seit den 1970er Jahren durchgeführt werden. Dies bestätigt den Zweck der Schaffung der unterirdischen Kammern in der großen Pyramide, um eine Energie zu nutzen, die durch die physische Pyramide verursacht wird. Selbstverständlich gelte dies auch für die vielen Pyramiden, die über ganz Ägypten verstreut sind, einschließlich derjenigen von Khefren und Mykerinos. Auch sie sind mit unterirdischen Kammern ausgestattet. Diese Art der Antipyramidenenergie kommt in vielen Pyramiden auf der ganzen Welt zum Tragen. Dies zeigt, dass die Erbauer der Pyramiden auf der ganzen Welt über ein gemeinsames, uns unbekanntes Wissen verfügten. Abgesehen von dieser Norm gibt es überraschende Konstruktionen, welche dieses Prinzip ins Gegenteil zu verkehren scheinen.
Diese Bauwerke bilden echte unterirdische, umgekehrte Pyramiden, ohne ein Monument auf ihrer Oberfläche. Vielleicht sind es diese Orte, welche nur von der Anti-Pyramiden-Energie profitieren. In China zum Beispiel gibt es mehrere Ausgrabungsstätten, an denen diese umgekehrten Pyramidenformen gefunden und die der offiziellen Theorie zufolge als Grabstätten verwendet wurden. Die Gräber der Region Hubei sind die besten Beispiele für diese umgekehrten Pyramidenformationen, die in den Boden gegraben wurden, um die sterblichen Überreste der chinesischen Elite des 1. Jahrhunderts vor Christus zu beherbergen. Hier sehen wir zwei kolossale umgekehrte Pyramiden, die sich im Dorf Tianxingguan befinden und den lokalen Legenden zufolge zu einer Gruppe von 9 Gräbern gehören sollen. Diese Formation befindet sich im Dorf Chenpo in der Region Hubei. Es wurden mehr als 100 wertvolle Reliquien ausgegraben, darunter Kupferschwerter und Gegenstände aus Jade, woraus die Archäologen schlossen, dass der Besitzer des Grabes ein hochrangiger Adliger aus dem Staat Shu gewesen sein muss. In der Region von Chengshu in Zentralchina wurde am Fuße einer dieser umgekehrten Stufenpyramiden etwas sehr Ungewöhnliches gefunden. Eine kleine Pyramide aus Blöcken in ägyptischem Stil, was angesichts der Bedeutung, die dieses Land den Pyramiden beigemessen hat, recht merkwürdig ist, denn China besitzt die meisten Pyramiden der Welt. Warum wählten die alten Bewohner Chinas diese umgekehrte Pyramidenform? Und war die Bestattung wirklich der wahre Grund, der seine Verwendung und seinen Bau motivierte? Die unglaublichste umgekehrte Pyramide, die je gebaut wurde, finden wir in Indien. Dieses erstaunliche Bauwerk ist als Chandbauri bekannt, ein brillantes Werk mathematischer Präzision und Ingenieurskunst. Es gibt keine Aufzeichnung über seine Erbauung, daher kann über seine Datierung nur spekuliert werden. Offiziell gilt er als Brunnen, aus dem Wasser geschöpft wird. Manchmal wird er auch für zeremonielle und religiöse Zwecke genutzt. In Chandbauri kann man auf 3500 Stufen, die sich über 13 Stockwerke bis in einer Tiefe von 30 Metern erstrecken, hinuntersteigen. Diese Ausmaße machen Chandbauri zum größten Brunnen Indiens. Es ist seltsam, dass sie bei einer Brunnenanlage so viele Stufen gebaut haben, die alle so angeordnet sind, dass sie kleine Pyramiden an den Wänden bilden. Es scheint keinen Sinn zu machen, dass sie dieses nur als erstaunliches Design geschaffen haben, denn diese Anordnung ist überhaupt nicht praktisch. Es könnte sein, dass diese bemerkenswerte Geometrie für energetische Zwecke genutzt wurde, die wir nicht kennen. Vielleicht wurde Chandbauri gerade so erbaut, um diese Art von antipyramidaler Energie zu nutzen, zumal es Räume auf verschiedenen Ebenen gibt. Es ist nur eine Spekulation, aber vielleicht ist Chandbauri viel mehr, als es scheint. Wir finden in Indien auch viele andere Bauwerke, die in die Erde hineingebaut wurden, wie zum Beispiel Ranki Kiva. Dies ist ein in die Tiefe gebauter Tempel, der auch als Brunnen gilt. Er ist in 7 Ebenen unterteilt, bis in eine Tiefe von 28 Metern. Außerdem ist er berühmt für seine überbordende Dekoration mit über 500 religiösen Skulpturen. An den Ufern des Pushpavati-Flusses befindet sich der bekannte Bauri, der Sonnentempel, der tausende von Jahren alt ist. Erwähnenswert ist auch das Pushkarini in Hampi im Bundesstaat Karnataka, welches für seine heilenden Eigenschaften bekannt ist, wenn man darin badet. Im Allgemeinen handelt es sich bei diesen Tempeln in Indien um hervorragende Bauwerke, die in gewisser Weise die gleiche Architektur aufweisen, da sie unter der Erde liegen und die Form einer umgekehrten Pyramide haben. Derzeit weiß man nur sehr wenig über diese Kraftorte, dass sie eine unbekannte Energie ausstrahlen, die gründlich erforscht werden muss. Denn nur so werden wir eines Tages das Geheimnis erfahren, welche diese erstaunlichen und rätselhaften Monumente verbergen.